Hier habe ich eine Anlage aufgebaut, die das Bremssystem eines Zuges darstellt. Ein Kompressor erzeugt Druckluft. Das ist die Anzeige von unserem Kompressor. Mit dieser Druckluft wird die Hauptluftleitung gefüllt. Diese füllt auch einen Druckluftspeicher für den Bremskolben, der momentan noch keinen Druck anzuliegen hat. Wir rollen momentan also. Betätigt man nun das Führerbremsventil, fällt der Druck in der Hauptluftleitung ab und es liegt Druck am Bremszylinder an, der ausfährt. Füllt man nun wieder die Hauptluftleitung mit Druckluft, wird der Bremszylinder über eine Feder zurückgestellt. Dieses System nennt man eine indirekt wirkende Druckluftbremse. Sollte es nun zu einer Katastrophe kommen, zum Beispiel einer Zugtrennung, und der Druck im gesamten System fällt ab, wird aus dem Druckluftbehälter die Restluft auf den Bremszylinder gespeist, sodass die Bremse trotzdem auslöst. Dies simuliere ich, indem ich die Luftzufuhr abdrehe. Kompressor und Hauptluftleitung haben keinen Druck mehr, aber im Bremszylinder liegt trotzdem ein geringerer Druck an. In der Realität würde man nun aus Sicherheitsgründen das Führerbremsventil wieder voll anlegen, erneut Druckluft aufbauen und anschließend kann die Bremse wieder gelöst werden. So, der Zug befindet sich jetzt im normalen Betriebszustand. Möchte man ihn nun auf einem Abstellgleis abstellen, werden die Bremsen regulär angezogen und wird anschließend der Kompressor abgeschaltet, bleibt der volle Bremsdruck im Bremszylinder erhalten. So kann ein Zug mehrere Tage lang stehen, bevor eine Federspeicherbremse oder ein Hemmschuh eingesetzt werden muss.